Ja, wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, das Thema des heutigen Abends, Sie sehen es alle auf Ihrer Startfolie, mal was ganz anderes, sehr interessantes, wie ich finde, Trading-Psychologie, der Schlüssel zum Börsenerfolg. Ich habe es eben schon gesagt, sehr spannend und sehr umfangreiches Metier. Und darüber sind natürlich schon viele Bücher verfasst worden, viele Webinare gehalten worden, Seminare gehalten worden. Und ja, Psychologie ist oftmals, wenn wir es gleich hören, sehr unterschätzter Faktor beim Trading. Und dieses Thema nimmt sich heute Abend André Stagge vor, war viele Jahre lang Portfolio Manager bei der Union Investment und ja, einer der größten Fondsgesellschaften in Deutschland. Und hat, ja, wird er wahrscheinlich gleich selbst auch nochmal sagen, mehrere Milliarden Assets under Management gemanagt. Und ja, da darf man eben keine kalten Füße bekommen und muss mental auf voller Höhe sein und immer parat sein und gerade in tradingstarken, volatilen Umfeld, wie wir es ja jetzt auch schon seit März besonders haben, ist es ein sehr wichtiges Asset, da von der psychologischen Seite gut aufgestellt zu sein. Er hat sich vor einigen Jahren unter anderem als, ich hoffe, es sagt nichts falsch, Performance Coach selbstständig gemacht und ist wirklich ein echter Börsenprofi. Und wir sind heute sehr gespannt, was er uns mitgebracht hat und zu dem Thema erzählen kann. Ja, mein Name ist Markus Landau. Ich bin bei der DZ Bank hier Derivate-Experte und kümmere mich heute Abend um die Moderation und werde sicherlich das ein oder andere Mal dazwischen grätschen. Ja, ich freue mich sehr, dass André heute bei uns im Webinar zu Gast ist und ich glaube, jeder von Ihnen, von uns, kann in der nächsten Stunde wichtige, interessante Dinge für sein eigenes Trading mitnehmen. Und das ist eben uns wichtig, dass Sie sich da weiterentwickeln können, einige Punkte mit aus unserem Webinar rausziehen können. Ja, wie sieht unsere heutige Agenda aus? Ich bin bei der Einleitung schon angekommen. Die Agenda sieht wie folgt aus. Was haben wir mit Ihnen vor? Gibt wahrscheinlich eine kurze Vorstellungsrunde vom André, war ja schon länger nicht mehr bei uns zu Gast. Deswegen sind wir dann gespannt, was er da kurz sagt. Dann eine kurze Einführung in die Welt der Börsenpsychologie und warum Disziplin so ein wichtiger Schlüssel beim Trading ist und für den Erfolg vom Trading darstellt. Und ja, André wird dann sicherlich anhand von Beispielen, Tipps und Tricks seine Erfahrungen aus dem Trading-Alltag an Sie weitergeben, worauf Sie achten müssen, was so die Knackpunkte sind. Ja, und auf Fragen würden wir dann so reagieren, dass wir immer mal wieder in die Fragebox schauen. André schaut in die Fragebox, ich schaue rein und dann werden wir uns vielleicht, oder ich werde ihn dann mal unterbrechen und mal gucken. Wir können wahrscheinlich nicht alle Fragen, weil es so ein spannendes Thema ist, beantworten, aber so werden wir es dann, denke ich mal, machen. Und wir haben auch ein paar Kurzumfragen dabei, wo wir sie ein bisschen abholen möchten und einfach mal abklopfen wollen, wie Sie in puncto Psychologie so aufgestellt sind, Trading-Psychologie. Ja, bevor wir allerdings einsteigen, komme ich mit der allbekannten Folie um die Ecke, rechtliche Hinweise. Ich mache es kurz und knapp. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen und Hebelprodukten. Und alles, was wir hier im Webinar besprechen, im Zuge der Hebelprodukte, dient lediglich zu Demonstrationszwecken und ja, ersetzt keinerlei Beratung und stellt auch keine Empfehlung dar. Und heute haben wir ja keine Hebelprodukte, weil es ja eher um das Thema Psychologie geht. Dennoch die Folie habe ich sie mitgebracht. Ist eben so, dass wir bei diesen Produkten ja Totalverlustrisiko haben oder ein ja, Emittentenausfallrisiko. Deswegen ganz kurz vorgelesen und ich würde jetzt im Prinzip an den André gleich übergeben und freue mich auf ein spannendes Webinar und wir hören uns dann bestimmt gleich wieder. André, du kannst übernehmen. Dir die Folien schnappen. Ganz lieben Dank, Markus. Vielen Dank für die netten Worte und die schöne Einleitung. Schön, heute wieder hier zu sein. Tolles Thema, finde ich, und auch eine große Herausforderung, denn gerade das Thema Trading-Psychologie, also etwas Angewandtes, ist natürlich so über die Form des Webinars nicht unbedingt optimal zu erklären, denn Trading-Psychologie muss man erleben. Jeder kennt das und ich gehe auch davon aus, dass die meisten Trader und Investoren, die heute dabei sind, natürlich schon Erfahrungen im Markt haben. Und es ist das eine, rational zu sagen, ja, halte dich an deinen Stop-Loss und das andere dann das wirklich auszuführen. Und da ist so ein bisschen die Krux, wo wir heute auch die Brücke schlagen möchten zwischen eben der Theorie und der Praxis. Und deswegen auch gleich zur Einführung zum Thema Börsenpsychologie würde ich gerne eine Metapher erzählen, also eine kleine Geschichte, die sich tatsächlich so ereignet hat.
Allerdings ist der Name hier geändert und das ist, glaube ich, mit der Geschichte auch durchaus in Ordnung. Und zwar handelt die Geschichte von meinem Freund Joachim. Joachim ist 2019 im Januar zu mir in die Ausbildung gekommen, hat bei mir 3 Monate gelernt, wie ich mein Geld als Portfolio-Manager anlege, von mir über 24 Strategien beigebracht bekommen und hat sich die besten eben für sich rausgesucht. Und die Strategien haben einen statistischen Vorteil, sie funktionieren. Einige habe ich davon in den letzten Jahren hier auch schon mit der DZ Bank vorgestellt, zum Beispiel der Friday Gold Rush, der Euro Boost, der Euro Bust oder Euro Dollar Steuerstichtag oder FX Fool. Alle Strategien, die wir in dem Webinar schon besprochen haben, die eben Joachim auch während der Ausbildung bei mir gelernt hat. Das Problem ist aber, und deswegen hat Joachim das Coaching dann gemacht, er hatte ein Problem, denn die Strategien haben zwar auf dem Papier funktioniert, die Kausalitäten waren richtig, aber es ist ihm nicht gelungen, diese einfachen Strategien, den Friday Gold Rush, also am Freitag Gold Long zu sein, in die Praxis umzusetzen. Er hatte häufig dann 2, 3 positive Trades, häufig auch hintereinander, manchmal war es auch 3 oder 4, hatte dann immer 200, 300 € gewonnen. Aber dann kam eben dieser 4., dieser 5. Trade, wo dann tatsächlich der ganz normale Verlust auch eingetreten ist. Und Joachim war eben nicht in der Lage dann, wie der Tradingplan es vorgesehen hat, das Stop-Loss zu nehmen, sondern hat dann meistens die Position weiterlaufen lassen. Und wenn er 2 oder 3 Verluste hintereinander hatte, hatte eben das, was man auch nicht machen sollte und was er rational natürlich zu 100% verstanden hat, die Position größer gemacht. Und nun ist die Frage, was kann man da mit der Börsenpsychologie machen? Das eine und was vielleicht auch in der Schule einfach gemacht worden würde, ist zu sagen, Joachim, halte dich doch einfach an deinen Stop-Loss, halte dich doch an den Tradingplan, denn langfristig hast du doch verstanden, dass diese einfachen Strategien für dich Geld verdienen und der Erwartungswert hier positiv ist. Und da sagt er natürlich, ja, das mache ich beim nächsten Mal, aber in dem Moment, wo er zu Hause wieder an seinem Tradingplatz sitzt, den 2., 3. Loss hintereinander kassiert, was eben bei diesen Strategien völlig normal ist, ist er eben nicht bereit, im 4., im 5. Trade dann diese Strategien genauso weiter umzusetzen. Und das ist diese Krux, von der ich gesprochen habe. Auf der einen Seite diese rationale Welt, in der wir uns immer bewegen und die ich selber 11 Jahre als Fondsmanager auch für diese Fondsgesellschaft, wie der Markus genannt hat, tatsächlich erleben durfte, wo wir vor dem ersten Frühstückskaffee noch über multivariate Regressionen gesprochen haben, über Black Scholes und über konjunkturwirtschaftliche Zusammenhänge auf allerhöchstem Niveau, aber dann eben nach dem Kaffee und auch schon davor völlig auch in dieser emotionalen Falle waren, dass umso besser man zum Beispiel auch glaubt, die Märkte zu kennen, umso mehr muss man eben auch auf seine Emotionen achten. Und das ist eben das Thema, was wir heute auflösen wollen. Ganz konkret war bei Joachim eben der Klassiker, er hatte einfach Verlustängste und er wurde nicht überwacht. Bedeutet also auch, jeder, der privat zu Hause tradet, hat natürlich ein ganz anderes Umfeld, als wenn wir zum Beispiel in einer Fondsgesellschaft sind oder auch in einer Community von Tradern, wo man eben gegenseitig auf das Risiko und Money Management achten kann. Und die Lösung beim Joachim war ganz einfach. Mein erster Vorschlag war, das komplette System zu automatisieren, also diese menschliche Komponente über einen Algorithmus zu lösen. Das wollte er nicht, weil er der Technik nicht vertraut. Völlig in Ordnung. Und die zweite Lösung, die wir auch implementiert haben, war, und das ist vielleicht auch lustig für den einen oder anderen, aber hier wirklich ein Praxisbeispiel, dass er jeden Tag am Abend seiner Frau reporten muss, ob er sich an den vordefinierten Plan gehalten hat. Und seitdem er das macht, weil seine Frau ist eine sehr strenge Persönlichkeit, wir haben sie dann in das Coaching auch mit reingeholt, hat sich damit entsprechend auch einverstanden erklärt, seitdem er das macht und seine Frau da entsprechend den Joachim auch mit korrigiert und ihm über die Schulter guckt, hat er eben einen emotional so starken Druck, dass er diesen Trainingplan, den er tatsächlich gefunden hat für sich, der zu seiner Persönlichkeit passt, auch entsprechend mit umsetzt. Und deswegen Trading und Börsenpsychologie, das sind eigentlich gar keine Begriffe. Man nimmt das gerne, gibt es ja auch Bücher zu dem Thema. Aber am Ende, ich habe 2 Jahre auch Psychologie als Nebenfach studiert. Es gibt nur die Psychologie selber, also die Psychologie als Ganzes. Und die Ängste, die wir im Traden spüren, teilweise sogar Verlust- oder Überlebensängste, sind eben die gleichen wie in anderen Situationen auch. Und darüber werden wir auch sprechen. Am Ende, glaube ich, Börsenerfolg ist sehr einfach. Wir brauchen eine funktionierende Strategie. Und dann müssen wir eben emotional in der Lage sein, diese Strategie umzusetzen. Und aus mittlerweile fast 25 Jahren Erfahrung weiß ich auch, dass diese Umsetzung, also diese zweite Komponente der Strategien, deutlich schwieriger ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Und Markus hat es ja schon gesagt, wir möchten auch die eine oder andere Kurzumfrage mal starten, weil das für mich eben auch ein interaktiver Part ist. Deswegen würde ich auch gleich mal starten und fragen in die Runde, wer hat denn überhaupt eine Börsenstrategie? Wer ist denn überhaupt an der Börse aktiv mit einem klaren statistischen Vorteil? Ich habe die Kurzumfrage jetzt hier einfach mal gestartet und würde euch bitten, vielleicht mir ein kurzes Feedback zu geben. Wer von euch hat denn eben tatsächlich hier schon
einen statistischen Vorteil und wir handeln denn eben ganz konkret nach einer bestimmten Börsenstrategie. Also hier wird kräftig abgestimmt. Ich sehe es, die Zahlen laufen nach oben. André, eine kurze Frage. Bist du nah perfekt am Mikrofon oder kannst du noch einen Tick näher rangehen eventuell? Weil da, ich habe hier so eine Anfrage oder eine Frage war es, das ein bisschen blechern klingt oder so. Ich kann es gut verstehen, aber vielleicht kannst du es noch minimal optimieren, wenn du noch näher rangehen kannst. Ich weiß es nicht. Halt noch dichter ans Gesicht. Das ist hier mein Bose Kopfhörer und ich hoffe, das klappt. Wenn es gar nicht gehen sollte, mit dem Ton vielleicht über das Telefon einwählen, aber ich hoffe, das funktioniert. Alles ganz gut. Danke dir. Ich glaube, wir sind auch jetzt fast durch. Gell? Kannst du jetzt theoretisch die Resultate hier aktualisieren? Perfekt, dann würde ich einmal die Umfrage schließen und das Ergebnis an die Teilnehmer übertragen. Und das ist sehr spannend. Also 18% sagen tatsächlich, dass sie einen konkreten Tradingplan haben. 51% sagen, dass sie keinen haben und 31% sagen, es kommt drauf an. Finde ich in diesem Bereich auch sehr spannend. Das ist so ein bisschen wie, bist du schwanger, ja oder nein? Naja, es kommt drauf an. Ich möchte das ja auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber entweder man hat einen Plan oder man hat keinen. Das haben mir zumindest meine Mentoren in dem Bereich gesagt. Ich war beim Brad Steenberger und beim Kay van Tarp in den USA und gerade der Tarp, der hat sehr gute Bücher geschrieben. Jeder, der das mal im Internet nachverfolgen will. Und einer seiner Leitsprüche war auch immer, wenn du keinen Tradingplan hast, ist alles, was du tust, ein Fehler. Und das klingt im ersten Moment sehr hart, aber umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetzen durfte, umso mehr habe ich das angenommen und für mich in meinem eigenen Trading und Investment auch immer wieder umgesetzt. Also an die 51%, bitte kümmert euch darum, einen Tradingplan aufzubauen, etwas zu haben, wo ihr eben konsequent nach einer Strategie handeln könnt, weil nur dann könnt ihr eure Ergebnisse auch permanent verbessern. Und damit geht es rein in die Folien, in Medias Res, Haftungsausschluss und Risikohinweis, hatte der Markus ja auch schon genannt. Das erste Bild, das hat mir ein Ex-Kollege zugeschickt. Pardon, ich muss die Übertragung noch zurück machen. Eine Sekunde bitte, ausblenden. Perfekt, jetzt wird das Bild wieder übertragen. Und zwar dieses schöne Bild hat mein Ex-Kollege aus der Fondsgesellschaft zugeschickt und wir haben ja gerade auch schon die Frage gehabt, ob diese Treibkraft in der Nasdaq momentan eher fundamental oder psychologisch getroffen ist. Und ich glaube, dass wirklich 90% an der Börse Psychologie sind, weil eben hier das Marktverhalten sehr, sehr stark auf die Kurse einwirkt. Und was man hier sieht, ist eben, ist es jetzt eine Long- oder eine Short-Position, die dich hier unter den Schreibtisch presst. Und das ist ja ein bisschen die Marktsituation in den letzten 2 Monaten, wo der März ja extrem schwach für die Aktien war und der April dann mit über 8% ein deutlich positiver Monat im DAX. Der 34 beste Monat und alleine heute wieder mit der Idee der Corona-Impfmittel auch der DAX schon über 4,5% im Plus. Das ist natürlich pure Psychologie und gerade für Börsenneulinge, die vielleicht 1, 2, 3 Monate erst am Markt sind oder auch nur ein Jahr, für die fühlt sich das eben komisch an, weil natürlich hier eine ganz andere psychologische Situation herrscht als vielleicht noch im Jahr 2019, wo die Märkte eine deutlich geringere Volatilität auch hatten. Und vielleicht eine einführende Bemerkung noch zum Thema Psychologie. Ich hatte schon gesagt, es gibt nicht die Börsenpsychologie, sondern Psychologie ist universell und die Börse ist zumindest meines Empfindens nach ein sehr starker Spiegel. Also das, was wir in unserem Leben erlebt haben, die Glaubenssätze, die wir haben und die Art und Weise, wie wir auch selber mit uns und mit anderen umgehen, das reflektiert sich am Markt sehr stark. Und gerade wenn es eben hoch emotionale und volatile Phasen sind, ist es eben schwer darauf zu reagieren, wenn man nicht geschult und trainiert ist. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe selber 10 Jahre ohne Tradingplan mich einfach nach meinem Gefühl in den Markt reinbegeben und habe da wirklich sehr große emotionale Schmerzen erlebt, war auch lange unprofitabel und habe dann eben durch die Erkenntnisse, gerade im Coaching mit Tarp und Steenberger und die verschiedenen Kurse, die ich da besuchen durfte, auch sehr, sehr starke Sprünge nach vorne gemacht, was am Ende auch im Fondsmanagement natürlich ein großer Vorteil ist. Vielleicht um das ein bisschen einzusortieren, denn wir können heute nicht alle Aspekte in den 50 Minuten besprechen, was Tradingpsychologie jetzt auch noch ausmacht. Generell kann man 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist eben die subjektive Eigenpsychologie, also so wie wir selber mit uns umgehen. Jeder Mensch hat ja zwischen 60 und 80.000 Gedanken am Tag. Und da merkt man ja schon in der Hülle und Fülle, das ist eine ganze Menge. Die können wir natürlich mit unserem Bewusstsein gar nicht mehr verarbeiten, sondern da passiert unglaublich viel unbewusst. Und von diesen 60 bis 80.000 Gedanken ist es tatsächlich auch so, dass ungefähr 80% dieser Gedanken sich wiederholen. Man sagt ja auch so schön, jeder von uns ist das, was er die letzten 30 Tage gemacht hat. Also wenn man sich zurück in den letzten 30 Tagen mal erinnert, dann wird man eben rausfinden, dass das auch 70, 80% des Lebens sind.
Man trifft die gleichen Leute, man geht in der Regel zum gleichen Job, man hat die gleichen Abläufe vom Zähneputzen bis zum Einschlafen. Und so ist es eben auch an der Börse. Und deswegen ist es eben so schwer, einmal gelernte Abläufe und vor allen Dingen unterbewusst verankerte Mechanismen im Trading zu ändern, diese Disziplin, über die wir heute sprechen, denn anzunehmen. Denn sonst hätte Joachim ja einfach sich an diesen Tradingplan halten können, an diese konkreten Strategien, die ich auch ausbilde, wo ich nachher auch einen Live-Depot kurz noch zeige, um zu sagen, ja, die Statistik funktioniert, nicht nur in der Theorie, sondern seit 2 Jahren auch schon in den Märkten. Aber das dann umzusetzen, das ist eben nicht nur einfach ein Buch lesen, ein YouTube-Video sehen oder eben vielleicht heute auch das Webinar besuchen. Das ist ein guter Schritt, aber man muss hier gerade ins emotionale Lernen reinkommen, um diese Mechanismen tatsächlich zu verankern, um als Gewohnheit eben positive Dinge zu implementieren, wie zum Beispiel sich einen Stop-Loss zu halten oder eben auch entsprechende Verluste dann schnell zu begrenzen, um Gewinne, wenn sie dann laufen, tatsächlich auch laufen lassen zu können. Das ist die eigene Psychologie, das, worüber wir heute sprechen. Das andere ist ein Stück weit die Massenpsychologie, das, was natürlich auch die Märkte beeinflusst, denn die Märkte als solches, also die Börse, ist ja ein dynamisches Konstrukt, was durch viele einzelne Individualmeinungen zustande kommt, wo der Kurs eben sekündlich von Angebot und Nachfrage bestimmt wird und dadurch natürlich auch massenpsychologische Prozesse einsetzen. Bedeutet also, wir haben hier aus der rein theoretischen Sicht der Psychologie eine sehr komplexe Situation. Wir haben ständig neue Informationen, was natürlich das Entscheidungsverhalten von Individuen auch schwieriger macht. Wir haben Gruppenentscheidungen, weil der Einzelne immer auf die Gruppe reflektiert. Und dadurch haben wir eben sehr starke Rekopplungseffekte, wo es eben ein sehr dynamisches Umfeld ist. Und das auch in einer Situation, was ich schon beschrieben hatte, wo wir eigentlich in der Schule und auch im Studium oder auch im Beruf immer bewusst nur explizit lernen. Also in der Schule zum Beispiel, wenn der Lehrer uns sagt, 2 plus 2 ist 4, dann lernen wir das und irgendwann wissen wir, 2 plus 2 ist 4. Oder wenn es um Vokabeln geht, lernen wir die auswendig und irgendwann wissen wir eben, was englische Vokabeln sind. Das ist das klassische explizite Lernen, was in der Regel auch ohne viele Emotionen ist, es sei denn, wir haben Angst, durch die Klausur zu fallen. Aber so funktioniert die Börse nicht, denn gerade hier, wenn ich mich an meinen Stop-Loss oder an meinen Tradingplan halten will, geht es viel stärker um das implizite Wissen, also um das tatsächliche Erfahrungswissen. Und jeder, der Kinder hat, und Markus hat ja auch Nachwuchs bekommen, der weiß genau, die Kinder hören nicht immer auf einen, obwohl man es gut meint und das explizite Wissen hier auch mit den Kindern teilt. Aber wenn die Kinder dann eben einmal auf die Herdplatte greifen, dann haben sie diese implizite Lernerfahrung gemacht. Im besten Fall haben sie sich keinen großen Schaden geholt, sondern nur einen kleinen Schaden und werden beim nächsten Mal die Herdplatte nicht wieder anfassen. Im schlimmsten aller Fälle entwickeln sie sogar einen Traumata. Und das gibt es auch an der Börse, das habe ich im Coaching selber schon häufig gesehen. Wenn man eben als kleines Kind zu stark auf die Herdplatte fasst, hat man vielleicht Angst vor Feuer oder vor Bränden und ist dann vielleicht niemals wieder in der Lage, auch entsprechend hier sogar zu kochen. Das sind natürlich Extrembeispiele, aber genau das gibt es im Trading auch. Und da werden wir heute ein Stück weit drauf eingehen. Und ein Spruch, den ich bei der Recherche rausgefunden habe, den ihr vielleicht schon kennt, vom Albert Einstein, den finde ich ganz schön. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und so ist es eben auch mit der Disziplin und mit dem Stop-Loss. Ich kann niemals mit diesem gleichen Denkmuster ein wirklich dauerhaft erlerntes Verhalten, man spricht ja auch von der Konditionierung, ändern. Also wenn ich mich 100-mal nicht an meinen Stop-Loss gehalten habe in den letzten 100 Tagen, dann ist es unnütz, ein Buch zu lesen, wo drin steht, halte dich an deinen Stop-Loss, sondern dann müssen wir hier eben in das implizite Lernen rein, wir müssen in die unbewussten Denkstrukturen rein. Man kann hier zum Beispiel mit Programmierung arbeiten, mit Mental Rehearsal, mit Autosuggestion, mit Mantras und. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Auf ein paar werde ich nachher mit den Tipps auch noch eingehen, um tatsächlich hier das Lernverhalten auch zu ändern. So, ich hoffe, man kann mich gut hören. Aber ich glaube, das funktioniert. Ja, ich verstehe sehr gut. Perfekt. Dann kurz zu meiner Person. André Stark ist mein Name. Wie gesagt, ich habe 10 Jahre Fonds gemanagt, durfte hier auch für die Union Investment einiges an Geld verwalten. Und es ist spannend, denn wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was ist denn jetzt leichter, eigenes Geld zu verwalten oder fremdes Geld, dann wirkt es auf den ersten Moment, naja, wenn du so große Beträge verwaltest, dann ist es ja schwieriger. Aber tatsächlich muss ich aus meiner eigenen Erfahrung auch als Trader und Investor oder eben auch als Ausbilder sagen, es ist doch schwieriger, das eigene Geld anzulegen, weil da natürlich die Ängste nochmal größer sind. Und als Fondsmanager, wenn du einen schlechten Job machst, verlierst du natürlich auch deinen Job, wirst vielleicht degradiert, hast weniger Assets, die du managen darfst. Aber es ist nicht so bedrohlich, wie wenn du eben im privaten Umfeld bist und teilweise über ein Future-Geschäft eben von heute auf morgen oder über Optionen tatsächlich dein ganzes Vermögen nicht nur verlieren kannst, sondern vielleicht sogar in den Nachschuss reinkommst. Und das ist spannend, weil wenn man sich damit auseinandersetzt,
dann merkt man eben auch, was man hier zum Beispiel von den Fondsgesellschaften lernen kann. Ich habe in meiner aktiven Zeit als Fondsmanager über 500 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn eben die Regeln in der Fondsindustrie nicht so stark gewesen wären. Wir riskieren halt keine Prozente, sondern Basispunkte. Wir haben ganz klare Risikoprozesse. Und dass im Fondsmanagement mal heute auf morgen ein Fonds auf Null steht, einfach weil der Trader dieses Scott-Mode-Syndrom bekommen hat und einfach zu schnell und zu viel tradet, was ja im privaten Bereich gerade bei kleineren Konten durchaus mal vorkommt, das ist hier für die Fonds unglaublich stark ausgeschlossen, dass man weiß um diese psychologischen Fehler und Probleme. Und da kann man eben auch eine ganze Menge gegen machen. Ich bin fachlich sehr gut ausgebildet, habe dann aber gemerkt, dass diese fachliche Ausbildung teilweise auch sogar einen behindern kann. Also gerade wenn man Hochschuldozent ist oder eben auch sehr verkopft und akademisch ist, dann braucht man eben das praktische Wissen. Und da habe ich ein eigenes Modell entwickelt, was ich heute vorstellen kann, was ich auch im Rahmen meiner Intensivausbildung an die Teilnehmer weitergebe und was ich heute gerne anreißen möchte, was eben diese psychologischen Probleme, die jeder von uns hat, ein Stück weit eben doch auflösen kann. Fangen wir mit der Wahrheit an. Gucken wir uns den Status quo an. Und das kennt ihr wahrscheinlich oder das kennen Sie. Die meisten verlieren an der Börse Geld. Das ist hier eine Studie von der französischen BaFin. Die hat einfach mal über einen längeren Zeitraum geguckt. Wie schlagen sich denn private Trader hier im Jahr 2014? Insgesamt 4 Jahre wurden hier untersucht und man hat herausgefunden, dass tatsächlich 89% der privaten Trader Geld verlieren. Und im Schnitt sind das 10.900 Euro, die die privaten Anleger hier Geld verlieren. Da kann man sagen, naja, das sind die Franzosen. Bei uns in Deutschland läuft es viel besser. Es ist ein bisschen besser, aber nicht deutlich besser. Man kann es auch positiv interpretieren. Die anderen 11%, die das Geld eben gewinnen, die gewinnen dann natürlich deutlich mehr, weil das natürlich auch ein Nullsummenspiel ist und das Geld an der Börse im Wesentlichen umverteilt wird. Und da kann man eben sagen, naja, auf den einen, der gewinnt, kommen eben 9, die verlieren. Und das ist auch gut so, weil der eine hat sich eben die richtigen Muster antrainiert. Der hat eben Strategien, setzt diese dauerhaft um und alle anderen betrachten die Börse dann als Hobby und Hobbys kosten eben Geld. Und deswegen ist es vielleicht dann auch durchaus normal, dass sie verlieren. Und die Studie ist relativ spannend, wurde über 4 Jahre gemacht, ist statistisch signifikant, weil eben hier fast 15.000 Trader untersucht wurden. Insgesamt wurde hier ein Verlust kumuliert, erzielt von 161 Millionen. Und eine Strategie, die ich ja zusammen mit der DZ-Bank auch vorstellen durfte, ist die Strategie FX Fool. Da geht es darum, das Gegenteil von den privaten Investoren zu machen. Und damit fährt man in der Regel auch ganz gut, weil das Geld, was hier verloren wird, kann man auf der anderen Seite dann gewinnen. Und man sieht auch hier, wenn man sich nur in diesem Bereich umguckt, sind die Gewinne natürlich kleiner als die Verluste. Liegt eben daran, dass dann hier andere Trader noch im Markt sind, die zum Beispiel über Futures-Optionen das da auch noch rausschneiden. Heißt aber auch, es ist natürlich möglich zu gewinnen, auch mit CFDs, mit Zertifikaten, mit Forex, mit all diesen Instrumenten, auch weil die Transaktionskosten da in den letzten Jahren extrem zurückgegangen sind. Aber trotzdem muss man sich immer bewusst machen, wenn man an der Börse aktiv ist, braucht man eine Strategie, man muss sie umsetzen und man spielt natürlich gleich in der Champions League. Es gibt nicht so einen Bolzplatz, wo man mal ein bisschen anfangen kann, sondern wenn wir den DAX long sind, kann es eben sein, dass Goldman Sachs gerade eine große Short-Position hat. Und wenn man eben hier in den Derivaten unterwegs ist, muss man definitiv sich eine Handelsstrategie vorher überlegt haben. Deswegen auch die Bitte an diejenigen, die noch keine Strategie haben, überlegt euch eine. Ihr müsst ja keine euch selber ausdenken, ihr könnt ja auch welche kopieren. Gibt ja relativ viele auch auf meiner Webseite, viele habe ich auch schon vorgestellt. Und die Strategien funktionieren und das ist eben Statistik, das ist Kausalität. Und dann ist es eben an euch, am Trader selbst, die Dinge auch tatsächlich umzusetzen. Und was mich besonders fasziniert bei dieser Studie ist, es gibt keinen signifikanten Unterschied, ob es jetzt ein Trader ist, der 1 Jahr, 2 Jahre, 3 oder 4 Jahre tradet. Bedeutet also ungefähr so, wir sind 1 Jahr dabei, den Führerschein zu machen, 2 Jahre, 3 Jahre und 4 Jahre und trotzdem können wir nach 4 Jahren immer noch nicht sauber rückwärts einparken. Und das ist auch der letzte Satz in dieser Studie. Es gibt tatsächlich keine Lernkurve an der Börse. Und das finde ich faszinierend. Natürlich auch in der Rückschau. Ich muss sagen, ich habe diesen Fehler auch fast 10 Jahre lang begangen. Ich habe 10 Jahre nicht deutlich dazugelernt. Ich habe mir immer wieder neue Strategien angeguckt, war dann nirgendwo bereit, wirklich mal bei einer Strategie dabei zu bleiben. Aber wenn man das macht und wenn man dann vor allen Dingen an seiner emotionalen Umsetzung arbeitet, dann kann man eben doch sehr, sehr gute Ergebnisse auch erzielen. Und das ist eben das, worüber wir auch sprechen möchten. Natürlich im Trading wird per se eher Geld verloren. Und man kann jetzt ja sagen, Mensch, im Investment ist es anders. Aber das stimmt nicht. Auch im Investment, wenn ich jetzt hier nicht im kurzfristigen Bereich bin, ist es einfach so, dass die Masse der Trader verliert. Aber die wenigen, die dann eben die richtigen Strategien sauber umsetzen, die gewinnen dann einen Großteil des Geldes und der Kuchen wird einfach umverteilt. Was man machen kann, ist, man kann das sehr schön neuronal untersuchen.
zum Beispiel über diese MRTs, also über diese Gehirnscans, hat sich auch sehr viel getan in den letzten Jahren in der Neurofinance, also in der Neurowissenschaft, wo man tatsächlich das Verhalten von Tradern auch in einem Kernspintomographen untersucht hat. Und man sieht zum Beispiel, dass ähnlich große Dopamin- und Adrenalin-Ausschüttungen beim Training gemacht werden im Gehirn, als wenn man sich Drogen injiziert. Und alleine diese Aussage ist ja schon mal wert, darüber nachzudenken, wenn wir hier in einem Feld sind, was eben hochemotional ist und wo unser Gehirn auch extrem emotionalisiert wird, gerade in der Erwartung eines potenziellen Gewinnes. Also wann gehen wir einen Trade ein? Immer dann, wenn wir einen potenziellen Gewinn erwarten. Da muss man eben auch sagen, wenn das eben ähnlich wie mit einem Drogenrausch zu vergleichen ist, dann kann man eben auch rein neurowissenschaftlich erklären, warum dann Trader, die vielleicht 2, 3, 4, 5 Monate tolle Gewinne an der Börse gemacht haben, in der Lage sind, mit einem oder zwei Trades alles wieder zu verlieren. Und es gibt den schönen Spruch, ich glaube vom André Costolani, dass man ja mindestens mal ein Konto geplättet haben muss, um eben ein guter Trader zu sein. Davon rate ich extrem ab, denn Fakt ist eins, dass wenn wir sowas mal gemacht haben, tatsächlich da auch ein Muster erlernt wird und dadurch eben auch für die Zukunft, dass es deutlich schwieriger ist, sich hier die richtigen Muster anzutrainieren. Und genau darum geht es, um die richtige Konditionierung und tatsächlich auch das Ausführen von guten Trading-Plänen. Und wie das funktionieren kann, da kommen wir gleich zu. Vorher noch ein Zitat, das mich selber auch sehr bewegt hat, wenn die meisten Trader denn Geld an der Börse verlieren. Das war ein Zitat, was ich jahrelang nicht verstanden habe, aus dem sehr bekannten Buch Market Wizards, also Magier der Märkte, von Jack D. Schwager, ein wirklich tolles Buch und der Klassiker in dem Bereich Trading, mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt. Und was der Jack D. Schwager gemacht hat, ist, er hat gute Trader interviewt und hat eben die Glaubenssätze und die Muster von diesen Tradern rausgefunden, um dadurch tatsächlich dann sein eigenes Investment auch zu verbessern und hat es mit der Welt geteilt. Und ein sehr bekanntes Zitat von einem Hedgefondsmanager vom Exacota war eben, gewinnen oder verlieren, jeder bekommt von der Börse das, was er möchte. Einige Menschen scheinen dadurch zu gewinnen, dass sie tatsächlich Geld verlieren. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja toll, dass der Ed das sagt, aber das verstehe ich nicht, weil natürlich bin ich an der Börse aus einem einzigen Grund. Wenn ich einen Trade eingehe, dann fängt mein Gehirn eben an, den potenziellen Gewinn einzupreisen. Und natürlich möchte ich Geld gewinnen und verdienen, aber man merkt dann eben auch an diesem Zitat, es ist schon was dran, denn umso länger ich mich mit den Märkten beschäftigt habe, umso mehr habe ich eben gemerkt, dass diese Intuition, wenn ich der alleine folge, also nur aus einem Gefühl heraus, heute zum Beispiel aussage, der Markt ist zu teuer und ich muss unbedingt short sein, dann scheine ich dann doch andere Dinge an der Börse zu wollen, außer eben das Geld, Emotionen, vielleicht Abenteuer, Aktion, Handlung, irgendwas, was ich halt aus meinem Unterbewussten auf die Märkte projiziere. Und das ist eben durchaus komplex und schwierig. Und da gilt es eben auch, die richtige psychologische Ausbildung zu haben, die richtigen Muster sich anzutrainieren, um da eben im Zweifelsfall auch die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Und das hat der Tat ganz schön aufgelöst. Und das ist auch das letzte englische Zitat. Aber ich finde es so schön im Original. Denn er sagt jetzt, der Key, also der Schlüssel zu toller Performance ist am Ende relativ einfach. Du brauchst ein klares Set an Regeln. Du musst also wissen, was du wann an der Börse machst. Und dann musst du in der Lage sein, diese Regeln einfach umzusetzen. Und das klingt so banal und einfach. Trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, wie auch das Beispiel am Anfang von Joachim gezeigt hat. Es ist eben doch nicht so trivial, jeden Freitag Gold zu kaufen. Und letzten Freitag hätte es ja auch wieder gut funktioniert. Denn am Ende ist unser Unbewusstes so stark davon überzeugt, dass es eben eine geheime Formel an der Börse geben muss und einen Masterplan und auch nicht bereit ist, in irgendeiner Form Verluste zu machen, weil unser ganzes Leben konditioniert uns ja danach, mindestens 90% oder 100% der Dinge, die wir tun, richtig zu machen. Und wenn wir an der Börse jetzt schon mit 50% Trefferquote und einem Profitfaktor von 1,5 zufrieden sein sollen, dann tut sich das Unbewusste natürlich extrem schwer, auch hier Verluste hinzunehmen. Und wie das funktionieren kann, das zeige ich mal hier. Das ist ein Echtgeld-Account. Das zeige ich nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu motivieren. Also man sieht, das ist ein reales Konto, wo mittlerweile 100.000 Euro drauf sind. Das ist echtes Geld. 37.000 Euro ist der Profit, 54%, alles verifiziert. Und das Einzige, was dieses Konto macht, ist, 6 der Strategien, die ich auch ausbilde, sauber jedes Mal umzusetzen. Das passiert über einen Algorithmus, ist also auch keine Emotionalität dahinter. Ich glaube auch, dass Menschen so einen Track Record nochmal verbessern können, wenn sie emotional geschult sind und dafür volle emotionale Kapazität aufwenden. Aber man sieht an diesem Beispiel über die letzten 2 Jahren, wo natürlich hier auch die Corona-Krise mit drin ist, wo eben auch das Ende von 2018 mit drin ist, wo die Aktienmärkte ja auch um 20% gefallen sind, sieht man einfach, das ist natürlich auch eine Kurve, die nach unten geht, teilweise auch stärker, aber die über die Zeit hier mit 50% im Plus, bei 17% im Rückgang, also im Drawdown steht. Und das kann eben
relativ einfach sein, wenn man diese Strategien umsetzt. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich, die meisten tun sich eben schwer, diese knapp 300 Trades, die hier dahinter stehen, ohne Hebel, die tatsächlich auch jeweils immer umzusetzen. Und einer dieser praktischen Tricks für mehr Disziplin ist, und das kennt ihr wahrscheinlich schon, einfach einen geringeren Hebel zu verwenden, weil dadurch macht ihr euch vieles im Trading deutlich leichter. Kurz zu den Anlegern noch und dann kommen wir zu den Inhalten, wie man es verbessern kann. Vielleicht eine Studie noch hier von zwei bekannten Online-Brokern, die der Professor Dr. Andreas Hackenthal aus Frankfurt untersucht hat. Er hat jetzt mal geguckt, wenn wir uns nicht über die Trader unterhalten, die eben schon zwei, drei Trades in der Woche machen, sondern über die Anleger, die Investoren, die vielleicht nur zwei, drei Trades im Quartal machen, ob da die Performance dann deutlich besser ist. Und er hat das hier herausgefunden, alles unter dieser blauen Linie, das ist eben hier die CAPM gerade, wenn man so möchte, also alles unter der Kapitalmarktlinie, sind tatsächlich die Investoren und Trader, die in einer relativ guten Börsenphase vom Tief 2003 bis eben 2012 weniger Performance als der DAX gemacht haben. Muss nicht zwangsweise negativ sein, das sind alle unter der Nulllinie, sondern man sieht hier, dass 80% der Investoren tatsächlich den Markt auch nicht geschlagen haben. Und das liegt meistens daran, dass man eben zu viel tradet und vor allen Dingen auch mit einem zu großen Hebel aktiv ist und dann im Zweifel Verlustpositionen zu lange laufen lässt und Gewinner eben zu schnell cuttet. All diese Dinge, die wir aus der Prospekttheorie kennen und wo es heute auch darum gehen wird, praktische Ideen zu geben, wie man dagegen etwas tun kann. Klassisches Anlageverhalten gelernt, sparen, alles andere, was Investieren angeht, ist eben mit Angst verbunden. Und wenn man eben nach Handelsstrategien sucht, ich möchte jetzt hier nicht zu tief drauf eingehen, weil es um Psychologie geht, kann man sich ganz einfache Muster angucken. Eins ist zum Beispiel der sogenannte Sommer-Winter-Effekt. Wenn man eben guckt, die Renditen im Sommer sind einfach historisch gesehen, es liegt an Kapitalflüssen, sind die historischen Renditen im Sommer deutlich geringer als im Winter. Und dazu kommt eben auch, dass im Sommer, in den Sommermonaten, die Risiken deutlich größer sind. Also könnte eine ganz einfache Investmentstruktur schon sein, im Sommer das Geld in Cash zu parken und im Winter mit Faktor 2 anzulegen, also mit einem doppelten Hebel. Und selbst dann hätte man schon den DAX geschlagen. Wenn man das jetzt nicht im DAX macht, sondern im S&P, sieht sogar noch mal deutlich besser aus. Aber diese einfachen Strategien, wo man nur zweimal im Jahr aktiv werden muss, sind uns dann meistens zu leicht. Und deswegen denken wir immer, wir müssen die Börse komplex gestalten. Und das wird uns meistens an der Börse zum Verhängnis. Ja, verhalten Sie sich rational. Das ist ein schönes Bild, vielleicht mal kurz drauf gucken. Und jetzt ist die Wunschvorstellung, dass wir hier eben keine animierten Kreise sehen, weil das sind sie nicht, sondern es ist, und das seht ihr wahrscheinlich bei euch auf dem Bildschirm so wie ich, eine optische Täuschung. Also für mich, wenn ich zu lange drauf gucke, bekomme ich gleich Kopfschmerzen. Es dreht sich, es bewegt sich. Es sieht irgendwie so aus, als wenn diese ganze Grafik sehr dynamisch ist und animiert ist. Aber jeder, der diese Tricks kennt, der weiß eben, das Einzige, was hier passiert, ist dieses periphere Sehen. Unser Gehirn gaukelt uns eine Bewegung vor, die eben tatsächlich gar nicht stattfindet. Und ich kann jetzt noch so oft sagen, ja, aber seid rational, seht bitte nicht das dynamische Bild, sondern seht es statisch. Die Kreise bewegen sich gar nicht, sondern das Bild ist jetzt hier wirklich nicht animiert. Ich kann es versprechen. Gerne kann ich die Unterlage ja auch umschicken für den, den es interessiert. Aber trotzdem fällt es uns schwer, hier nicht einfach uns rational zu verhalten, sondern unser Unbewusstes dominiert. Und bei diesem Beispiel, da sehen wir auch, normal hat das Bewusste zumindest eine Interventionsmöglichkeit. Wir können also hier bewusst einzelne Entscheidungen vermeiden und abmildern. Aber hier in diesem Fall geht es gar nicht. Denn der unterbewusste Reflex ist einfach zu stark und wir sehen hier immer das Bild sich bewegen, auch wenn tatsächlich in der Praxis sich gar nichts tut. Deswegen, um da nochmal einzuführen und das abzuschließen, eins ist klar und das habe ich in jahrelanger schmerzhafter Erfahrung mit über 10.000 einzelnen Geschäften und auch vielen, vielen, vielen Verlusten und auch vielen emotionalen Fehlern und Problemen gelernt. Psychologie ist entscheidend für den Erfolg. Gewonnen und verloren wird immer zwischen den Ohren, das haben wir in der Fondsgesellschaft schon gewusst. Und das ist gerade in einem rationalen Umfeld, wo wir uns ja auch häufig bewegen an der Börse, in der Fondsgesellschaft oder auch auf einem sehr professionellen Niveau, hier in den Webinaren durchaus komplex und schwierig. Denn am Ende müssen wir auch der Psychologie einen ganz großen Platz einräumen. Und mein zweiter Mentor neben dem Tag, der Bret Steenberger, hat einen Satz geprägt, der mir auch sehr, sehr in den Ohren noch klingt. Er hat gesagt, André, du solltest dich mindestens genauso lange selber analysieren wie die Märkte. Und das finde ich spannend, denn das macht keiner von uns. Die meisten von uns gucken auf die Börse und gucken gar nicht, ob sie eben gut drauf sind oder schlecht, ob sie vielleicht Trouble mit der Frau haben oder mit dem Mann, ob sie vielleicht emotional gerade nicht in der Situation sind, gut zu traden. Und ich weiß, aus über 5 Jahren Trading Tagebuch, Trading Journal, ist zum Beispiel mein eigenes persönliches Trading, gerade wenn es um zwei, drei Geschäfte am Tag geht, die ich in der Fondsgesellschaft durchaus auch ausgeführt habe. Privat sind es momentan etwas weniger. Das am Nachmittag und gerade am Abend
die Transaktionen tendenziell schlechter geworden sind, einfach weil meine Willenskraft nicht mehr so groß war und ich dann eher am Abend auch mal bereit war, eine Positionsgröße größer zu machen oder einen Stop-Loss weiterzusetzen, was im Trading dann meistens die falsche Entscheidung war. Und wenn man eben solche Muster aufdeckt, dann kann man eben daran arbeiten und sich sukzessive auch verbessern. Deswegen, psychologische Trading-Probleme oder generell psychologische Themen können nicht mit dem Verstand gelöst werden. Man spricht in der Psychologie hier vom sogenannten blinden Fleck im Johari-Fenster. Das sind eben Dinge, die wir nicht bewusst wahrnehmen, die aber durchaus da sind und an denen es sich meistens auch lohnt zu arbeiten. Und immer wenn jemand sagt, das habe ich in der Fondsgesellschaft auch gemerkt, wo ich eben auch Performance-Coaching gemacht habe, wenn immer jemand sagt, das betrifft mich nicht, das ist ein Thema der anderen, das stelle ich auch selber häufig an mir fest, dann betrifft es mich meistens umso mehr. Es kostet aber Kraft, es kostet Anstrengung. Ich weiß auch, dass viele nicht bereit sind, da an sich zu arbeiten. Und das ist Börse sehr stark für mich, gerade im Bereich Trading-Psychologie. Es ist eben eine Notwendigkeit, an sich zu arbeiten. Denn 96% der Entscheidungen, die wir treffen im Leben, werden unbewusst bestimmt. Unser Bewusstsein hat eben, das ist dieses Eisbergmodell, was Sie oder ihr vielleicht kennt, das Bewusstsein hat tatsächlich eigentlich nur die Möglichkeit zu intervenieren. Und meistens wissen wir schon deutlich vorher, wie wir uns entscheiden, und wenn wir das in keinen klaren Prozess reingeben, dann wird es für uns eben sehr, sehr schwierig. Angst ist dabei der stärkste menschliche Reflex. Und vielleicht sagt der eine oder andere, Gier ist aber wichtiger. Für mich ist Gier auch nur die Angst, nicht genug zu gewinnen. Deswegen sage ich auch hier, dass die Angst deutlich wichtiger und deutlich treibender ist. Und da muss man sich eben trainieren. Da braucht man eben bestimmte Rahmenbedingungen. Man muss an seinen Glaubenssätzen arbeiten. Man braucht entsprechend hier ein mentales Setting, man braucht bestimmte Strategien wie Achtsamkeitsübungen, wie Atemtechniken, wie HeartMath, wie neuronales Feedback. Gibt so viele tolle Sachen. Denn eins ist auch Fakt, man kann das Gehirn umprogrammieren, hauptsächlich über emotionale Muster, man kann Glaubenssätze überprogrammieren. Und dazu braucht es eben ein ganzes Stück an Selbstdisziplin, dazu braucht es Selbstkontrolle. Und das ist eben auch das Schöne, was die Neurowissenschaften hier sagen. Das Gehirn selber ist plastisch, bedeutet also, wir können ein Verhalten, wie zum Beispiel, ich halte mich nie an meinen Stop-Loss ablegen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, in der Regel ist es deutlich besser, wenn man das nicht alleine probiert. Und das ist auch ein Hauptfehler, den viele private Trader machen im Vergleich zu den Fondsmanagern. Sie sitzen für sich im stillen Kämmerlein, setzen ihre Geschäfte um und sie lassen keinen raufgucken. Und der erste und beste Tipp, den ich da auch geben kann, ist, sucht euch eine Gemeinschaft, sucht euch gemeinsam Leute mit dem gleichen Ziel, denen ihr eben wie in der Fondsgesellschaft auch eure Trades reportet. Das tut zwar weh, das ist anstrengend, aber dadurch habt ihr einen viel stärkeren Lerneffekt und ein sogenanntes Commitment. Also ihr seid viel mehr dabei, als wenn ihr jetzt einfach nur zu Hause sitzt und dann eben den großen Verlust akzeptiert und einfach sagt, naja, beim nächsten Mal halte ich mich an das Stop-Loss. Es wird nicht passieren, solange es keine Routine und keine entsprechende Logik ist. Und das ist auch ein spannendes Modell, aber Markus, geht auch gerne rein. Und wenn es Fragen gibt, dann Ich müssen wir die finde auch gerne beantworten. es eigentlich super spannend. Ich habe gedacht, ich könnte mehr reingrätschen, aber ich lasse mich gerade so berieseln und ich sehe es auch anhand der Fragebox. Klar sind die ein oder anderen Punkte uns bekannt, aber ich habe nachher nochmal das Fazit, was ich am spannendsten fand, was du vorgetragen hast, werde ich aber dann am Ende nochmal zusammenfassen. Also ich lasse mich wirklich berieseln und ich finde es interessant, einfach mal einzutauchen und man muss ja nicht immer nur Fragen stellen, sondern kann ja auch mal was mitnehmen und du bist im Fluss. Insofern, ja, ich grätsch rein, wenn ich was hätte, aber ich finde es sehr entspannt und nicht sehr entspannt, sehr interessant, sorry, so rum dir mal Perfekt. zuzuhören. Also läuft. Entspannt lernt es sich ja auch am besten und ich freue mich schon auf das Feedback, um zu sehen, was bei dir hängen geblieben ist. Denn jeder nimmt natürlich die Information auch anders auf. Was ich hier noch kurz vorstellen kann, ist das Modell der neuronalen Ebenen. Das ist ein Modell, das auch sehr stark in der Psychologie verwendet wird. Und das zeigt so ein bisschen das Dilemma. Also ich gehe nur oberflächlich darauf ein. Ist hier, wie gesagt, auch ein eigenes Webinar schon wert. Und die Grundidee ist eben, dass wir verschiedene neuronale Ebenen haben. André, Also es, ja. ganz kurz, ich quetsche kurz rein, da kam eine Frage rein, ich will es nur, SL heißt Stop-Loss, da kam Genau. eine Frage rein und haben wir zwar schon ein paar Mal besprochen, aber in der Abkürzung kann man das vielleicht dann vielleicht manchmal nicht zuordnen. Okay. Perfekt, genau, die automatische Verkaufsorder. Und das ist wieder hier das Beispiel von Joachim. Wenn man zum Beispiel in einem Buch lernt, man sollte sich immer ein Stop-Loss halten. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht besprechen. Selber in der Ausbildung arbeiten wir sehr viel mit Zeitstops, weil die emotional deutlich leichter umzusetzen sind als diese Kurs-Stop-Loss. Zeitstop bedeutet also nach einer gewissen Zeit aus dem Markt rausgehen. Kurs-Stop-Loss bedeutet eben bei einem bestimmten Kurs rausgehen. Aber wenn man das jetzt eben liest in einem Buch und sagt, ja, ich möchte das adaptieren, passiert das hier auf dieser ersten neuronalen Ebene, also im Kern relativ weit außen. Und damit ist es eben nicht tief in unserem Unbewussten und in unserer Persönlichkeit verankert. Was dann häufig passiert, ist ein Erfahrungswert,
ein Wahrnehmung, ein Verhaltensmuster, oh Gott, ich wurde jetzt unglücklich ausgestoppt, habe hier einen Kursstopp gehabt, wurde genau abgeholt und dann ging der Markt wieder nach oben, zum Beispiel für Long-Positionen in der letzten Woche. Dann kommt die nächste tiefere Ebene, die sagt, oh Gott, ich hasse es zu verlieren. Das ist dann wahrscheinlich kindlich angeprägt, wo man eben ein starkes Wettbewerbsmotiv hatte, zum Beispiel in seinem Fußballverein immer Tore schießen wollte. Und dann sind wir schon auf der Identitätsebene, ich bin ein Verlierer. Und wenn man eben diese Identität dann für sich mit hat und hier auf dieser ersten methodischen Ebene sagt, oh Gott, da ist was, an was ich mich halten muss, ist es unglaublich schwierig, auf dieser ersten methodischen Ebene psychologisch zu arbeiten. Also hier kann man dann über Trance-Induktion reingehen, über Klopftechniken, über Ringwave, da gibt es ganz viele tolle Verfahren, die man nutzen kann, um eben auf diese tieferen Ebene zu kommen. Weil das Problem ist, wenn wir hier dieses implizite Wissen nicht aufnehmen, also wenn wir hier einfach explizit lernen, ich brauche einen Stop-Loss, kommt das nie in die Tiefe rein. Und an dem konkreten Beispiel mit der Verkaufsorder, Methoden, Fähigkeiten und Ressourcen, das haben wir gelernt, das können wir in der Schule aufschnappen, klare, einfache Modelle umsetzen und dann können wir damit auch erfolgreich sein. Aber diese Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster, da ist es schon schwieriger, weil da bekommen wir jetzt ein Feedback von außen, wie zum Beispiel das Stop-Loss. Und dann geht es sehr schnell auf unsere innere Einstellung, auf unsere Glaubenssätze, also auf die Art und Weise, wie wir über Börse nachdenken. Und das ist auch so eine Übung, die ich halt bei mir in den Seminaren gerne mache, die ich damals auch beim TAP machen durfte. Schreibt doch einfach mal 200 Dinge auf, die ihr über die Börse und über euch an der Börse denkt. Also 200 Dinge, die jeder zum Markt glaubt. Nicht, ob der Markt steigt oder fällt, sondern ich bin ein erfolgreicher Swing-Trader. Oder die Börse ist gut oder die Börse ist schlecht. Mit Zertifikaten von der DZ-Bank kann ich nur gewinnen. Oder der DAX geht jeden Montag um 8 Uhr nach unten. Also all diese Dinge sind Glaubenssätze, sind weder gut noch schlecht, denn natürlich euer Unterbewusstes will nur euer Bestes, aber es hilft sich. Und schon Konfuzius hat gesagt, kenne dich selbst, dann weißt du alles. Und so ist es auch an der Börse, umso mehr du über dich selber erfährst, wie du an der Börse agierst, umso leichter ist es eben auch, diese emotionale Welt tatsächlich zu verstehen und da einzutauchen. Und die höchste Ebene ist natürlich die Identitätsebene. Deswegen sagt ein befreundeter Trainer von mir, der Roland Ulrich, immer so schön, der beste Trader ist ein buddhistischer Mönch, weil den schert es wenig, ob er gewinnt oder verliert. Der möchte einfach nur sich an seinen Plan halten und ihn umsetzen. Aber für den ist es wahrscheinlich langweilig, Geld überhaupt als erstrebenswertes Gut zu sehen. Und er ist natürlich hier auf dieser Identitäts- und Persönlichkeitsebene ein Leben lang. Nun müssen wir kein buddhistischer Mönch werden, sondern wir brauchen einfach nur Tipps und Tricks. Und genau die möchte ich euch jetzt an die Hand geben. Das war sozusagen die Einführung. Jetzt gehen wir ans Eingemachte. Was kann man machen? Und ich habe ein Modell entwickelt. Es funktioniert auf drei Stufen. Das erste ist die individuelle Analyse. Das zweite sind deine persönlichen Trading- und Investmentziele. Und das dritte ist dieses ATR-Modell, Analyst, Trader und Management. Und um das vielleicht mal einzuführen, eine kleine Animation. Ihr seht jetzt gleich eine Tänzerin, die sich im Kreis dreht. Und mal gucken, dass es hier übertragen wird. Ich hoffe, man sieht die Tänzerin tanzen. Ich glaube, es ist nicht zu abgehackt. Funktioniert das, Markus? Ja, funktioniert. Perfekt. Guckt mal bitte und fragt euch mal bitte, dreht sich die Tänzerin jetzt nach rechts? Dreht sie sich vielleicht nach links? Dreht sie sich vielleicht in beide Richtungen? Und ich halte es mal an und starte mal die Umfrage, damit wir mal gucken. Sehr interessant. Richtung. Sehr interessant. Weil es eine nackte Frau ist, oder warum? Ja, dunkel, schwarz und dreht sich. Und wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ja. Bin ich gespannt, was da die Teilnehmer dazu sagen. Bin ich auch gespannt. Und wir haben ja auch unsere Meinung, glaube ich. Das ist übrigens auch ein guter Punkt, um mal ein bisschen das aufzulockern und immer mal, finde ich sehr gut mit den Folien, die du da bringst, um da das Interesse wieder mal zu wecken und einfach auch einen kleinen Break reinzubringen. So, läuft. Boah, sieht ziemlich ausgeglichen aus, aber das wirst du gleich zeigen. Was hast du gesehen, links oder rechts? Ich habe ehrlich gesagt beide Richtungen gesehen. Ah, interessant. Werde ich gleich auflösen, was das bedeutet. Mhm. Oh je, wenn es was Böses ist, dann nicht, ja. Bin gespannt. Dann würde ich das hier mal cutten. Du musst auch noch mal verraten, was du zuerst gesehen hast. Kannst du dich noch erinnern, als du es zum ersten Mal gesehen hattest? Was hast du gesehen? Ja, ich kann nur eins, ich kann nur nach rechts. Also okay, gut. Uhrzeigersinn. Okay. Mhm. So, und damit bin ich auch in der Mehrheit. Spannend. Und wir schauen uns die Ergebnisse mal kurz an. Also sehr ausgewogen, 32% nach links, 36% nach rechts und 32% in beide Richtungen. Und jetzt kann man ja sagen, Mensch, wer hat denn hier recht? Wer hat Unrecht? Und ihr merkt schon oder sie merken schon, das ist weder das eine noch das andere und das löse ich mal auf der nächsten Folie auf. Gleiche Schaubild, nur jetzt hier mit ein paar mehr Konturen.
Und da sehe ich auf der rechten Seite sehe ich es jetzt nach rechts und auf der linken Seite sehe ich es jetzt nach links. Also ich wollte es von mir aus. Und ich glaube, jetzt sieht man es auch tendenziell in beide Richtungen, weil jetzt das periphere Sehen auch durch die Konturen an den entsprechenden Stellen, wie Arme, Augen, Haare und andere Körperstellen, leichter ist. Und vorher war es nicht da. Ein ganz bekanntes Experiment, was eben in der Psychologie auch gemacht wird, die tanzende Ballerina. Und worauf will ich dabei hinaus? Das ist ja der Punkt individueller Analyse, den wir uns gerade angeschaut haben. Und jeder Mensch ist einfach anders. Also wenn jetzt jemand das im Uhrzeigersinn drehen gesehen hat, also wenn die Dame sich rechts rumgedreht hat im Uhrzeigersinn, bedeutet das eben, dass diese Person eher eine kreative Person ist, zu Gefühlen neigt, Intuition, Fantasie, Symbole, Bilder, Zukunft. Und das ist fürs Trading und für die Börse eher der Sachverhalt, wie eben auch bei mir, worauf man im Coaching dann auch eingehen kann, dass man sich eben relativ leicht damit tut, Handelssysteme zu entwickeln, was sehr gut ist. Aber, und das ist der Nachteil, sich relativ schwer darin tut, tatsächlich diese Handelssysteme umzusetzen. Jemand, der es gegen den Uhrzeigersinn sieht, der ist genau andersrum, der ist eher auf Rationalität, Logik und Details bedacht. Fakten, Sprache, Mathematik und Gegenwart sind für ihn entscheidend. Und ihm fällt es eben schwieriger, diese Handelssysteme zu entwickeln und dafür leichter, diese Handelssysteme umzusetzen. Und man könnte sich ja eine Welt vorstellen, wo der zum Beispiel Handelsstrategien entwickelt und der einfach die Strategien von dem anderen umsetzt, wo man dann eben gemeinsam in einem Team zum Beispiel zu einem Optimum kommen würde. Was bedeutet das, wenn man jetzt beide Richtungen sieht, so wie der Markus? Es bedeutet einfach, dass das Gehirn sehr ausgeglichen ist. Das eine steht ja für die rechte Seite des Gehirns. Also hier, ich bin eher rechtslastig. Die, die es gegen den Uhrzeiger gesehen haben, sind eher linkslastig. Und die anderen Drittel, die sind eher ausgeglichen. Bedeutet also, dass das hier beides in einer sehr guten Proportion ist. Kann man aber nicht sagen, dass der eine jetzt schlauer ist als der andere, sondern es sind einfach so emotionale Themen, die man dann ein Stück weit ausgeglichener für sich hat. Findest du dich da wieder, Markus? Nö, ich sag mal ja. Sag einfach mal ja. Ich hätte mich jetzt auch wahrscheinlich eher zu der ersten Kategorie gezählt, sprich im Uhrzeigersinn. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass jeder was anderes sieht. Da gibt es ja diese Themen, diese verschiedenen Beispiele. Und wie du schon richtig sagst, jeder hat andere Fähigkeiten, jeder geht anders ran. Und ich glaube, das sollte es einfach nochmal so ein bisschen verbildlichen. Absolut. Und das ist eben auch das Schwierige zu sagen, für dich ist jetzt immer die Handelsstrategie gut und für dich ist die Handelsstrategie gut. Deswegen sind bei mir in der Ausbildung auch 24 Strategien, damit eben jeder da tatsächlich auch die Strategien rausnimmt. Und ich handle ja selber auch keine 24 Strategien, sondern es ist immer so eine Art, ja, Raster. Entweder du bist sehr kreativ oder eben sehr rational, also eher die rechte Gehirnhälfte oder die linke. Dann zwei andere Eigenschaften. Viele männliche Trader, gerade Jungen oder auch Unternehmer, was ich halt auch viel habe, die sind eher impulsiv. Wenn zum Beispiel dann Frauen zum Beispiel eher vorsichtiger sind, das ist auch weder gut noch schlecht. Aber je nachdem, welche Trader-Persönlichkeit man besitzt, je nachdem sollte man sich eben am Markt orientieren. Und ich kann jedem nur raten, da auch verschiedene Persönlichkeitstests zu machen. Ich habe selber eigentlich auch bei mir auf der Webseite, aber auch Myers-Briggs-Persönlichkeitstest oder ein MBA oder es gibt so viele auch gute, die man da machen kann. Im Code, es gibt so, so gute Tests. Und umso mehr du über deine eigene Trader-Persönlichkeit weißt, umso leichter fällt es dir auch, Strategien abzuleiten. Und wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest unbedingt ein Trendfolgesystem handeln, bist aber nicht in der Lage, 30% Trefferquote auszuhalten, weil du eben so ein kreativer Typ bist, der auch gerne Recht haben muss und vielleicht auch impulsiv in den Märkten ist und Trendfolgetrading braucht Geduld, dann ist für dich eher ein System besser mit einem hohen Trefferquote und dafür eben geringeren Profitfaktor. Aber all diese Dinge musst du eben auch erfahren. Also das war es kurz zum Thema individuelle Analyse. Da könnte man auch ein eigenes Webinar drüber machen. Das zweite ist das Thema Ziele. Gehe ich heute vielleicht nur kurz ein und beim nächsten Mal ein bisschen länger. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Spruch. In der Zielearbeit gibt es ja zwei tendenzielle Modelle, mit denen man arbeitet. Das eine ist das SMART-Modell, was der eine oder andere kennt. Ziele sollten also spezifisch sein, messbar sein, sie sollten ansprechend sein, realistisch und terminiert. Und ich rate jedem dazu, eben seine Ziele auch aufzuschreiben. In der Fondsgesellschaft war es ganz klar, im Overlay war das Ziel, nach einem Jahr 60 Millionen Euro zu verdienen. Wenn man diese 60 Millionen erreicht hatte, gab es eben einen sehr schönen Bonus. Ganz einfaches Ziel, es war spezifisch, 60 Millionen Euro, es war klar messbar, es war motivierend, es war realistisch, ist natürlich nicht jedes Jahr gelungen, aber insgesamt haben wir das Ziel ganz gut erreicht im Team und es war eben terminiert, es war nach einem Jahr so. Und das würde ich mir selber auch an der Börse aufschreiben und es muss nicht immer ein monetäres Ziel sein, weil zum Beispiel das Ziel, jeden Tag 100 Euro an der Börse zu verdienen, ist tendenziell eher schwieriger, denn der Markt ist natürlich auch ein Stück weit, gerade in der kurzen Sicht, sehr schwer zu prognostizieren. Langfristig geht es dann eher Richtung Erwartungswerte und Statistik. Aber zum Beispiel zu sagen, ein Jahr lang seinen Tradingplan sauber umzusetzen, ist eben auch ein sehr, sehr
messbares und einfaches Ziel. Neben dem klassischen SMART-Modell gibt es auch noch eine andere Zielearbeit, das sogenannte 3P-Modell, wobei man dann eben seine Ziele auch persönlich, positiv und im Präsens formuliert. Also persönlich ich, positiv, habe eben was Positives vor, möchte jetzt zum Beispiel ich halte mich an meinen Trainingplan. Wäre zum Beispiel so ein 3P-Ziel, was positiv und im Präsens ist, wo man dann entsprechend auch Ziele gut definieren kann, was man dann zum Beispiel auch noch mit VACOG kombinieren kann, also mit visuell, auditiven und kinästhetischen Reizen, wo man dann eben tatsächlich auch Zielearbeit noch verankern kann. Es ist das eine, das aufzuschreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, was ist dein, was ist euer, was ist Ihr Börsenziel, sagen bestimmt sehr viele, ja, viel Geld an der Börse verdienen. Aber die Frage ist dann, wie spezifisch ist das, wie messbar ist das und vor allen Dingen auch, wie kognitiv verankert ist das? Und da sind wir wieder beim Ad-Secoder. Wenn eben dieses Ziel nur oberflächlich ist und tatsächlich untere Ziele aus diesen neuronalen Ebenen stärker sind, wie zum Beispiel Abenteuer, Anerkennung, Dazugehörigkeit, abends am Stammtisch über bestimmte Trades reden zu können oder, wenn die eben das überlagern, dann ist es auch schwierig, hier tatsächlich in dieser Zielearbeit voranzukommen, weil das Ziel muss extrem motivierend sein. Denn machen wir uns auch nichts vor, Börse ist ein harter Beruf. Man muss, ich habe das über 10 Jahre erlebt, 8, 9, 10 Stunden vor 4 Monitoren sitzen. Man muss eben immer auf die Gegebenheiten am Markt eingehen, man muss reagieren, man braucht eben diesen Handelsplan und selbst wenn der einfach ist, braucht es eben doch noch eine gewisse emotionale Stärke, das umzusetzen. Und da ist eben so ein Ziel absolut zentral und wichtig, um tatsächlich auch voranzukommen. Hier nochmal ein Zielbild, was auch schön ist, also ein Satz reicht da nicht. Was optimal ist, ist eben so eine Art Zielcollage, wo man Dinge auch mal aufmalt, wo man vielleicht auch aus dem Unterbewussten heraus imaginiert, was eben für einen spannend ist, in welche Richtung das hier gehen kann. Wenn man an solchen Themen arbeitet, die wie gesagt über ein Webinar nicht so leicht darzustellen sind, sondern eher in Form eines Präsenzseminars zu transportieren sind, kann man eben auch tolle Erfolge erzielen. Und das war die individuelle Analyse, das waren die Ziele. Jetzt noch 2, 3 Sätze zum ATM-Modell. Wie gesagt, das ATM-Modell ist ein sogenanntes PARTS-Modell, das habe ich selber entwickelt, weil mir das sehr, sehr geholfen hat. Und die Grundidee ist ein bisschen schizophren. Meine Idee war einfach, dass wir drei verschiedene Persönlichkeiten in uns haben. Das eine ist der Trader, der tatsächlich einen Trade exekutiert. Er ist ein Macher, er tut es einfach. Und das ist zum Beispiel jemand, der eben einfach mal einen Trade Long oder Short eingeht, ohne groß zu fragen. Also jeder, der emotional ist, der keine Entscheidungsschwäche hat, der eben stark auf Zahlen und Fakten auch differenziert. Und der ist eben der entscheidende Widerspruch zu jemand, der sehr analytisch arbeitet, der erstmal hier eine Handelsstrategie programmiert, 75 Backtests macht, dann ist 3 Jahre auf dem Demokonto arbeiten lässt und dann erst den Trade eingeht. Und das dritte in diesem Modell ist der Manager. Der Manager ist quasi wie in jedem guten Geschäft auch derjenige, der das ganze Geschäft am Laufen hält. Und man muss auch eins sich immer wieder bewusst machen, wenn man eben professionell an der Börse agieren möchte, sollte man Börse als Geschäft verstehen. Man sollte also wie ein Unternehmer denken. Man sollte Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen. Man sollte Weiterbildung entsprechend machen. Man sollte sich emotional regulieren. Man sollte eben Hilfe suchen. Man sollte sich ein Netzwerk suchen. Man sollte eben wie ein Unternehmer denken. Und mir hat es extrem geholfen. Und das möchte ich einfach hier mal weitergeben. Mir hat es extrem geholfen, weil diese optimale Voraussetzung, also jemand, der jetzt hier alles gleichermaßen tun kann, das ist in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Das ist einer von 100. Und ich wünsche das jedem, dass er in jedem Teil gut ist. Also sowohl analytisch gut ist, wie eben auch in der Umsetzung, wie eben auch in dem Führen eines Geschäfts. Aber in der Praxis hat jeder eben seinen Vorteil. Der eine ist zum Beispiel sehr schnell am Trade ausführen, der nächste ist eben sehr analytisch und kann Handelsstrategien besprechen. Der nächste ist eben ein toller Stratege und sieht das große Ganze. Und wenn man in diesen einzelnen Bereichen sich permanent entwickelt und vor allen Dingen auch an seinen Schwächen arbeitet, dann kann man meiner Erfahrung nach seine Möglichkeiten an der Börse deutlich verbessern, wenn man eben hier diese verschiedenen Parts, also die verschiedenen Persönlichkeiten auch tatsächlich umsetzt. Und ganz konkret, um es mal mit einem Beispiel zu fokussieren, könnte das jetzt Folgendes bedeuten, wenn ich den Friday Gold Rush nehme, diese Strategie, die ich auch schon vorgestellt habe. Ganz einfache Idee, Donnerstagabend gehe ich um 22 Uhr im Goldmarkt Long, halte die Position bis Freitag 22 Uhr. Das wäre eine klassische Analyse. Da schaue ich mir einen Backtest an, der läuft halt relativ sauber nach oben. Dann hätte der Trader die Aufgabe, das tatsächlich umzusetzen. Und der Manager müsste jetzt bestimmen, wie viel Risiko in diesem einzelnen Trade drin ist und wie oft das zum Beispiel umgesetzt wird, über welche Plattform das gemacht wird, zum Beispiel mit welchem Zertifikat und. Das wäre dann alles Aufgabe hier von unserem Manager, der tatsächlich dann auch dieses Trading-Geschäft am Laufen hält und der natürlich auch die Konflikte zwischen Trader und Analyst aufhebt. Denn wenn der Trader jetzt am Freitag long geht, Beispiel von Joachim am Anfang,
und der Goldmarkt am Freitag nur fällt und der Trader hier entweder über das Zeitstop am Freitagabend rausgeht oder auch über den Kursstop, dann kann der Trader natürlich sagen, oh, ich habe jetzt Geld verloren, weil die Analyse war falsch. Und der Analyst sagte, naja, wenn du das 200 Mal machst, wirst du damit Geld verdienen. Also setz es beim nächsten Mal wieder sauber um. Und diese internen Konflikte, die sich in jedem in uns abspielen, innerhalb von Millisekunden, die gilt es eben hier ans Tageslicht zu bringen, um dadurch eben seine eigenen Entscheidungen auch zu verbessern. Und dazu kann ich nur einladen, mich hat das extrem nach vorne gebracht an der Börse. Und da würde ich jedem auch raten, sich das ein Stück weit anzugucken. Denn unser Gehirn ist plastisch, wir können unser Gehirn verändern. Und es gibt ja drei große Teile, aus denen unser Gehirn besteht. Das eine ist hier unten dieses Stammhirn, das Reptiliengehirn, was eben durch Angst und Panik getrieben ist. Dieses Angstverhalten, kämpfen, fliehen oder erstarren. Das ist halt das Reptiliengehirn, was seit vielen Hunderttausenden von Jahren schon da ist. Dann gibt es das Zwischenhirn, was in meinem ATM-Modell so ein Stück weit der Manager ist. Das Stammhirn ist eben tatsächlich hier der Trader. Und dann gibt es eben das Großhirn, das sogenannte Denkhirn, wo eben tatsächlich dann die Analysen stattfinden, wo eben das Rationale auch zu Hause ist. Und das ist eben entscheidend für die Kombination von allen drei, denn wenn man sich nur auf seine Intuition verlässt, ist es in der Regel schlecht. Wenn man nur Analysen hat und die nicht umsetzen kann, ist es schlecht. Das Beste aus meiner Erfahrung ist eben, wenn man die drei Welten zusammenbringt, um dadurch langfristig die besten Ergebnisse zu erzielen. Das Thema Gewohnheiten würde ich vielleicht fürs nächste Webinar aufnehmen. Wir haben in 4 Wochen ja noch eins zusammen. Das ist auch ganz spannend mit Charles Duhigg. Ich würde gerne noch kurz über Tipps und Tricks reden. Dann haben wir ja viel über Theorie gesprochen. Einfach mal so zwei, drei Leuchttürme, die ich noch hinstellen möchte. Das eine ist, und das hatte ich schon gesagt, bitte nicht alleine traden, sondern immer ein Commitment über eine Gruppe schaffen. Es ist viel leichter, sich alleine nicht an seinen Plan zu halten, als in einer Gruppe. Also mit Leuten zusammen ist es viel leichter, gute Ergebnisse zu erzielen. Bitte einen Tradingplan immer ausformulieren. Immer bitte aufschreiben, was die Ziele sind. Und ganz ehrlich, und da bin ich jetzt auch sehr, sehr hart, wer seine Ziele nicht aufschreibt, wer seinen Tradingplan nicht formuliert, wer sein Trading Journal nicht führt, der macht an der Börse definitiv was falsch. Der ist eben nicht bereit, für seinen Börsenerfolg zu arbeiten, denn das ist ein Geschäft, wie jedes andere Geschäft auch. Wie gesagt, ich habe 11 Jahre in dem Bereich gearbeitet. Es war unser Auftrag, Geld zu verdienen im 6- und 7-stelligen Bereich, jedes Jahr im Overlay, was uns eben im Mittelwert sehr gut gelungen ist. Und da ist es eben einfach mal professionell, dass du vom Bloomberg Terminal sitzt, vom Reuters Terminal, dass du eben nicht Montagabend dich in irgendwelchen Bars betrinkst und am Dienstagmorgen irgendwelche Millionentrades absetzt. Und es war ein hochprofessionelles Geschäft, was man gerne auch mit Leistungssport und anderen Dingen auch verbinden kann. Und wenn man da eben sich reinarbeitet, wenn man da Lust drauf hat, dann kann man eben hier ganz, ganz tolle Dinge auch erfahren. Und wie so ein Trading Journal ausschauen kann, das habe ich mal ganz kurz mitgebracht, damit man das vielleicht mal sieht. Das kann man vielleicht beim nächsten Mal auch noch ein Stück weit länger besprechen. Ich will die Zeit heute auch nicht zu sehr strapazieren. Hier sieht man zum Beispiel mal, wie so ein klassisches Trading Journal ausschaut. Man schreibt die einzelnen Daten rein, die tendenziellen BKNs, den Markt, die Menge, nichts Besonderes. Aber ich würde jedem raten, sowas auch mit einer längeren Zeit zu führen. Das auch nicht nur für sich alleine, sondern mit Trader-Freunden auch zu vergleichen. Man guckt sich dann die Gewinne an, die Verluste, die R-Multiples, die Win-Ratios. Man gibt aber auch Gefühle preis. Man sagt eben auch, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Und alleine das Thema Trading Journal können wir auch beim nächsten Mal gerne noch aufgreifen. Wir haben ja in einem Monat wieder ein Webinar zu dem Thema zusammen. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Weil da kann man eben hier extrem viel aus diesem Bereich noch rausholen. Denn wie gesagt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und da gibt es unglaublich viele gute Möglichkeiten, wie man auch mit NLP-Techniken zum Beispiel sich selber konditionieren kann, immer wieder das Richtige zu machen. Ich glaube, ganz entscheidend, und das vielleicht auch nochmal abschließend ist es, man muss einen Tradingplan haben. Da glaube ich dem Tag zu 100%, wenn du keinen Tradingplan hast, ist alles, was du machst, ein Fehler. Warum? Wenn du eben nichts hast, was du replizieren kannst, wo du einen eindeutigen statistischen Vorteil siehst, dann ist es einfach extrem schwer, das zu tracken. Und als Manager musst du eben deine KPIs haben, musst deine Key Performance Indicators haben, um das tatsächlich zu tracken und um tatsächlich besser zu werden. Und da ist es eben auch wichtig, das als Webinar zu hören, ist das eine. Denn all das Wissen, was wir heute besprechen, ist natürlich hier das entsprechende explizites Lernen. Ich kann das sagen, ich kann meine Erfahrungen teilen, aber ich weiß, ich kann nie so emotional in euch eindringen, wie es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nötig wäre, wo es auch mal ein bisschen mehr Emotionalität braucht, um eben die Dinge umzusetzen. Und ich selber habe meine größten Lernerfolge immer nach großen Verlusten gemacht, weil ich einfach sauer auf mich war, dass ich mich wieder nicht an meinen Plan gehalten habe oder vor 15 Jahren noch gar keinen Plan hatte. Und dann mir gedacht habe, Mensch, du kannst nicht weitergehen, weil es macht doch keinen Spaß, wie die Franzosen auch, hier an der Börse zu sein und immer noch Geld zu verlieren und einfach nicht dazu zu lernen. Und
Die Möglichkeiten sind da, ihr habt das Live-Depot gesehen. Und jeder, der Lust darauf hat, der sagt, Mensch, ich möchte jetzt auch gerne mal ein bisschen mehr mit dem Thema machen. Ich habe noch ein Angebot dabei. Und zwar ist es so, jeder, der möchte und die Vortragsunterlage haben möchte, der das Trading Journal von mir bekommen möchte, dem biete ich an, mir eine kurze E-Mail zu schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist info@anwie-stacke.de. Jeder, der das bis heute Abend um 24 Uhr macht oder auch gerne im Nachgang für die Aufzeichnungsleute, dem schicke ich die Unterlagen zu. Und ich habe die E-Mail-Adresse gerade auch nochmal im Chat geteilt, wenn das spannend ist. Und jeder, der sagt, er möchte mehr machen, hätte mal Lust, auch ein Seminar zu dem Thema zu besuchen. Ich biete zweimal im Jahr ein Seminar zum Thema Trading Psychologie an. Das letzte war für April gedacht. Das war auch ausgebucht mit 20 Teilnehmern hier in Frankfurt. Musste leider verlegt wegen der Corona-Krise werden. Und wir haben den Termin jetzt auf Mai gesetzt. Ich will auch nicht zu viel Werbung dafür machen, weil wir eh nur noch zwei Plätze haben. Aber jeder, der sagt, ich möchte wirklich mal in das Thema Trading Psychologie rein, der kann sich jetzt hier den Link angucken. Es sind 2 Tage in Frankfurt, begleitet von 3 exklusiven Webinaren. Und es geht halt sehr tief rein. Wir machen sehr viele Gruppenübungen, wir machen Coachingübungen. Und Ziel dieser 2 Tage in Frankfurt ist, dass jeder am Ende eine Mastermind-Gruppe hat, wo er dann mit 3 bis 5 Tradern und Investoren zusammenarbeitet, um eben wirklich professionell daran zu arbeiten, wie man einen Tradingplan aufbaut, wie man ein Trading Journal führt, wie man entsprechend hier auch nachhaltig bessere Ergebnisse erzielt. Ich weiß, dass nicht jeder das möchte. Viele sehen Börse als Hobby an, ist auch völlig okay. Aber wenn man, wie ich, davon leben möchte, und ich bin Privatier, ich habe durch das Tun an der Börse Wohlstand aufgebaut und kann ihn eben jetzt ganz gut verwalten und vermehren. Wenn man das eben lernen möchte, dann ist dieses Seminar vielleicht interessant. Wie gesagt, trotz Corona, Riesenraum, alle Abstandspflichten werden eingehalten vom 30. bis zum 31. Und wer Lust drauf hat, kann einfach hier mal in den Chat gucken oder eben bei mir auf der Webseite www.anwie-stacke.de. Dann unter dem Thema Ausbildung und Seminar Trading Psychologie. Wie gesagt, 2 Plätze sind noch frei. Es ist kein Spaß, sondern es sind wirklich 2 Plätze frei. 18 Teilnehmer haben zugesagt. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Wenn sie nicht weggehen, auch okay. Das Seminar findet auf jeden Fall statt. Und damit freue ich mich, Markus, sehr auf deine Zusammenfassung und natürlich auch noch auf potenzielle Fragen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch eine Idee oder will auch seine eigene Meinung teilen. Und wir können alle davon bestimmt werden. Ja, danke, André. Dann komme ich zum Schlusspart. Du kannst ja vielleicht nochmal gerne den Link von der Webseite für das Webinar in den Chat reinposten, für diejenigen, für die es zu schnell war. Ja, ich finde, wir haben die Stunde optimal, oder du hast sie optimal gefüllt zu dem Sonderthema, wo wir am Anfang noch gesagt haben, naja, wir müssten eigentlich nach 45 Minuten fertig sein. Ich habe es schon gewusst im Vorfeld, dass wir ein bisschen länger machen werden, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Und wir haben bewusst heute natürlich auf WKNs, auf Trading-Setups verzichtet, weil das einfach ein spannendes Sonderthema ist, was oftmals viel zu wenig Augenmerk oder Resonanz bekommt oder ja vielmehr zu wenig Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so. Ja, ich sag mal so, vielen Dank fürs Zusammenstellen der Infos, der spannenden Infos zum Thema Psychologie. Und das Fazit, was ich so mitnehme, was ich gut fand, war einfach der wichtigste Takeaway-Punkt, dass man eben nicht wirklich nur auf die Börse schaut, wie viele psychologisch da auf Aktienkurse schauen, sondern auf sich selbst eben. Und sich selbst zu analysieren, ist eben eine harte Sache. Das weiß jeder im Alltag. Man negative Kritik ist nicht so gern gesehen wie positive Kritik und man muss sich oft dann auch mal eingestehen, dass man Fehler macht und den Fehlern auf den Grund gehen, und das ist eben Psychologie und es ist ein ganz großes Feld, und ich glaube, mit jedem Seminar, Webinar, wo man einiges lernen kann, das kann man dann auch ins Privatleben mitnehmen, und das ist sehr spannend. Deswegen vielen Dank für deinen Vortrag, und deswegen springe ich nochmal jetzt abschließend zu den Folien, den letzten Abschlussfolien von mir, dass wir einfach nochmal sehen, was nächste Woche ansteht bei uns im Webinar wieder. Möchte ich auch ganz kurz darauf verweisen. Und dann gucken wir mal, wo die Folien sind. Da sind sie. Wir haben eigentlich alles abgehakt. Ich denke auch, dass wir die Fragen abgehakt haben, im Groben und Ganzen. Und deswegen springe ich jetzt auf die nächste Woche, 25.05., 25. Mai. Was gibt es da für ein Thema Märkte am Montag? Und da geht es eben um die Analyse der Märkte und ausgesuchte Einzeltitel, wie Sie es hier sehen, mit Benjamin Feingold und Daniel Sauerns von Feingold Research. Und da werden ja immer marktaktuelle oder ja sehr, sehr spannende Basiswerte ausgesucht, die dann en vogue sind und relativ kurzfristig analysiert werden. Ja,
Ja, was ich noch sagen wollte, wenn dem einen oder der anderen es zu schnell gegangen ist, gibt es am Mittwoch ja immer die Nachgangsmail, wo dann auch nochmal die Schlüsselpunkte drinstehen, die Takeaways, was kann man aus dem Webinar heute mitnehmen und auch ein Link zum Archiv, wo man sich das Webinar, wenn man es nochmal Revue passieren lassen möchte, nochmal anschauen kann. Ja, ich sage danke, André, für die spannenden Ausführungen. Danke für deinen Vortrag heute Abend. Ich danke Ihnen vielmals, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Einschalten. Wir hatten heute wieder eine sehr, sehr gute Quote. Ich bin sehr begeistert. Ich danke Ihnen dafür und auch für die guten Fragen, die wir bekommen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche 19 Uhr am 25. wieder einschalten, live sind, online sind. Wir freuen uns drauf. Schönen Abend.